Servus zusammen, ich bin Christian Lill, 34 Jahre, geprüfter Finanzmarktanalyst, Investor und Trader. Und das beschreibt natürlich auch Investment Traders. Es geht einmal um Investments, einmal um das Trading. Und heute möchte ich dir wirklich was absurd Wahnsinniges vorstellen, und zwar den Trade zu 1 Million Euro. Wie das geht, ob es überhaupt funktioniert, wie ich mir das vorstelle und ob das Selbstexperiment glückt, siehst du natürlich jetzt hier. Investment Traders. Zunächst einmal ganz klar, viele meiner Videos behandeln natürlich Investmentthemen, weil ich selbst aktiv langfristig investiere, um nebenbei tatsächlich abgesichert zu sein. Aber kurzfristig beziehe ich mich natürlich aufs Trading und nutze diese Chancen am Markt. Ich habe dafür auch unterschiedliche Handelsansätze, unterschiedliche Strategien, je nach Zeithorizont. Hier zum Beispiel bei Heavy Traders bin ich ein aktiver Händler. Das heißt hier, wenn du durchaus mal die Lust hast, mich da dort zu besuchen, kannst du auch gerne natürlich 7 Tage kostenlos das Ganze testen, mir beim Live-Handel zuschauen, wenn wir tatsächlich unseren Live-Handel streamen. Des anderen kannst du natürlich auch hier einfach dir Input holen, und zwar hier kannst du anwählen auf Trading.com Pack, dann kriegst du alle meine Aktienanalysen, die ich hier vorstelle, natürlich frei, kostenlos verfügbar. Hier zum anderen zum Beispiel der Weekend Trader. Das ist eigentlich ein Trading-Ansatz, den ich für mich entwickelt habe, eigentlich für Positionstrading, also tatsächlich hier eine Position einzugehen und längerfristig zu halten, durchaus über mehrere Wochen. Das Spannende daran ist eigentlich, dass das nur freitags passiert. Tatsächlich handle ich diesen Ansatz immer nur freitags und auch nur Aktien in Long-Richtung. Das heißt tatsächlich ein sehr spannender Ansatz, wenn die Trendfilter an den Aktienmärkten long ausgerichtet sind, was sie natürlich derzeit nicht sind. Diese Zeit nutze ich dann, um meine Positionen in meinem Trading-Depot von dem Weekend-Trader mit Absicherungsposition auf die Indizes zu shorten, und diese Positionen können natürlich unter der Woche erfolgen und nicht nur am Freitag. Du siehst, ich habe hier dir den Link unten reingepackt. Wie gesagt, du kannst dir gerne das alles nochmal durchlesen. Ich habe alles detailliert erklärt, und letztendlich im WhatsApp-Channel findest du dann diese Handelssignale dazu, die ich persönlich veröffentliche, die ich persönlich so kaufe, was natürlich auch hier keine Aufforderung ist zum Nachhandeln. Aber sollte es dich interessieren, schau einfach mal gerne im WhatsApp-Channel vorbei, mach dir einfach selbst ein Bild. Heute geht es aber darum, wie ich aus 500 Euro 1,024 Millionen machen will. Eigentlich völlig verrückt, ja. Vielleicht denkst du dir auch, Christian, du warst immer so seriös und jetzt kommt so ein Mist. Nee, der Gedankengang war, ich habe aufgeschnappt, wenn du 500 Euro 11-mal verdoppelst, erhältst du 1,024 Millionen. Richtig? Richtig. Ganz klar, und habe ich hier auch klar in der Excel-Liste dargestellt im 1-Million-Trade. Wir sehen hier, die 500 Euro wurde verdoppelt, du hast 1000. Du hast 1000, verdoppelt 2000, und so geht es natürlich weiter. Spannend wird es dann hier natürlich zum Schluss, ja. 256, 512, 512, 1,024 Millionen. Jetzt habe ich mir gedacht, geht es eigentlich oder ist es realistisch, das im Trading zu erreichen? Ganz spannende Frage. Tatsächlich lag ich da echt im Bett und habe eine Stunde gegrübelt, ob das möglich ist, ob das ein Video wert wäre, ob das auch ein Real-Test wert wäre. Das ist auf jeden Fall spannend. Bin ich zum Schluss gekommen, deswegen heute auch gleich das Video für euch gemacht, um diese Thematik darzustellen. Grundsätzlich ist ja klar, wo ist denn die Problematik? Die Problematik ist natürlich ganz klar ersichtlich. Du müsstest jedes Mal deinen gewonnenen Trade sozusagen verdoppeln. Hast also zwei grundsätzliche Probleme. Problem 1, du musst 11 Trades hintereinander treffen. Ja? Und das ist schon wirklich von 11 von 11, das sind 100% Trefferquote. Dementsprechend braucht man hier schon eine ordentliche Strategie, damit das funktioniert. Problem Nummer 2, und das sehe ich das kritischere Problem, den Trade immer schaffen zu verdoppeln. Ja, weil ich arbeite natürlich im Trading mit der Chart-Konstruktion, mit technischer Analyse, hier wirklich sehr ausgefeilt, sehr ins Detail gehend. Aber das ist die Schwierigkeit, wo ich mir wirklich denke, ob das funktioniert. Ja? Da bin ich mir echt unsicher. Aber ich finde es echt spannend einfach und habe gedacht, ich nehme euch vielleicht mit auf eine kleine Reise zum 1-Million-Trade. Wenn ihr Lust habt, einfach klar, jetzt abonnieren. Und dann kommen natürlich immer diese 1-Million-Trades direkt entweder live und oder Strategieentwicklung etc. pp. Solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Der Nachteil ist natürlich klar, wenn ich irgendwo
bei 8.000 stehe, ja, wie, das ist wie bei Wer wird Millionär, so ähnlich. Wenn ich bei 8.000 Euro stehe, habe ich ja keinen Joker. Ja, ich setze also 8.000 Euro für diesen Trade ein, um 16.000 zu erreichen. Geht dann dieser Trade eben schief, stehe ich bei 0. Tja, oder wieder bei 500. Ja, wie oft will ich denn das machen? Ich gebe mir persönlich 5 Chancen. Tatsächlich nicht mehr, nicht weniger. Ich möchte tatsächlich probieren, dieses Experiment starten mit euch, mit dir, wenn du daran Interesse hast, hier mir über die Schultern zu schauen, klar. Und dann natürlich hier mit 500 Euro zu starten im ersten Trade. Ja? Und dementsprechend habe ich natürlich auch hier bereits das Depot angelegt. Du siehst, 500 Euro sind da drauf. Natürlich auch hier exklusive Ordergebühren, falls Ordergebühren bei mir oder bei dir oder bei sonst wem anfallen. Und exklusive Steuern. Ob du Steuerinländer bist, Steuerausländer, ob du einen Verlustrechnungstopf hast, spielt natürlich gar hier auch mit rein. Das heißt also exklusive dessen, ja, um so einfach hier ein praktisches Beispiel nennen zu können. Und ich habe ja die Probleme schon angesprochen. Wie will ich das anstellen? Ja, von 500 Euro auf 1 Million? Klar, einfach relativ simpel. 11 Trades hintereinander, alle verdoppeln und dann bin ich Millionär. Oder? Richtig. Aber die Problematik dahinter ist ja die Trefferquote zum einen. Das heißt, ich brauche eine Strategie, ich muss ein Vorgehen entwickeln, die ich tatsächlich umsetzen kann, dass ich 11 Trades im Plus schließe. Bestenfalls. Und das zweite Problem ist, herauszufinden, wie ich die Möglichkeit schaffe, mein Kapital dahingehend immer zu verdoppeln. Weil ich arbeite natürlich, klar, mit der technischen Analyse. Hier macht mal Stop-Loss nachziehen Sinn, Take-Profit zu setzen, ja, und das heißt nicht immer bei 100% Gewinn schließen. Das wird also eine ganz schwierige Hausnummer. Ich denke aber, das wird einfach ein mega geiles Experiment. Ja, wenn du Bock hast, einfach folgen, klar, hier oder kommentieren, dann bin ich gespannt auf deine Reaktion. Wie gesagt, ich arbeite natürlich zunächst die Strategie dahinter aus. Ob da nochmal ein Special extra Video kommt, genau für dieses Vorgehen, für diesen 1-Million-Trade, wage ich noch nicht abzuschätzen. Ja, ob das Sinn macht, hier nochmal ein extra Video mit an die Hand zu geben oder ob ich das dann en Detail direkt im Handel selbst erläutere. Wie gesagt, einfach jetzt folgen, damit du, wenn es danach aussieht, ich möchte ja Transparenz schaffen, wenn ich diesen 1-Million-Dollar-Trade starte, also dieses Depot starte, live zu handeln, ja, dass du mit dabei sein kannst und es ja nicht verpasst. Ich bin echt gespannt auf dieses Experiment. Ich habe da richtig Bock drauf und ich denke, das ist durchaus eine Chance wert. Ja, also fünf Versuche zu 500 Euro zu starten, um dann letztendlich 1,024 Millionen Euro zu erreichen. Ich denke, das ist mal Chance versus Risiko durchaus attraktiv, um das mal hier im Selbstversuch zu testen. Oder was denkt ihr? Ist es überhaupt möglich? Das war ja die Headline. Ja. Ist es überhaupt möglich, tatsächlich so ein Konzept zu starten und so einfach Millionär zu werden mit dem Trading? Ihr wisst, ihr kennt mich. Ja. Ich bin die Seriosität schlechthin. Auch meine anderen Strategien beruhen natürlich auf statistischen Auswertungen. Klar, immer dieselben Regeln, Verfahrensweisen. Nur das macht mich letztendlich profitabel. Aber bei dieser Idee bin ich echt gespannt, wie sich die entwickeln wird oder ob das überhaupt eben gelingt. Ja, kommentier gerne unten. Bin ich echt gespannt auf deine Meinung oder ob du es selbst schon mal gemacht hast. Das wäre auch eine ganz nette Info. Ja, sei auf jeden Fall gespannt zum nächsten Video bzw. zum Start des 1-Million-Trades.